Kabel zum Einschalten des Jacuzzis. Funktioniert er? Haben wir hier noch was? Der Stein hat eine raue Oberfläche. Du tastest es vergebens nach irgendeinem versteckten Mechanismus ab. Was haben wir denn da? Eine Willkommenskarte, Champagner und eine originalgetreue Kopie von Das verlorene Paradies mit Illustrationen von Doré. Schlagartig erinnerst du dich, wie du eine genau gleiche Karte ausgeschnitten hast. Du steckst sie ein. Du kennst dich mit Champagner nicht aus, aber auf jeden Fall ist er teuer. Einen Schluck Champagner? Nein, momentan gibt es nichts zu feiern. Okay, können wir das benutzen? Das entspannende Geräusch der Luftbläschen. Im Augenblick möchtest du kein Bad nehmen. Können wir die Seife da reinschmeißen? Ach, das ist ja die Creme, Entschuldigung. Ein Schaumbad? Ein andermal. Okay, auch nicht. Geht auch nicht. Du entscheidest dich, den Jacuzzi nicht auszuschalten. Das Geräusch der Luftbläschen wirkt beruhigend. Okay. Ach, jetzt haben wir ganz vergessen, können wir hier die Aussicht zufälligerweise noch genießen. Ja. Der Stadtrat von Montreal war kurz davor, ihn zu kaufen und nach Kanada verschiffen zu lassen. Nur eine Legende? Gut möglich. Aber wer weiß. Jetzt ist er für Besucher geschlossen. Du schaust ihn dir ein andermal an. Okay. Der Invalidendom. Das erste, was du dir in Paris ansehen würdest, wäre nicht der Invalidendom, sondern Notre Dame. Haben wir hier noch was? Schaut nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal wieder rein. So, und jetzt probieren wir hier mal deinen Brieföffner mit... Du versuchst, die Abdeckung abzuschrauben, aber der Brieföffner ist zu stumpf für die Kreuzschlitze der Schrauben. Du kannst es einfach nicht. Gib's halt einfach zu. Geht es mit dem Stift? Die Spitze des Füllers ist zu zerbrechlich, um damit die Abdeckung abzuschrauben. Zu stumpf. Ah, ich hab grad hier so ein Geblitzdingsgedanke. Und zwar, das Ding ist doch rau. Können wir hier das so machen? Der Stein ist so rau, dass sich der Brieföffner in Windeseile daran schärfen lässt. Sehr schön. Kriegen wir jetzt die Schrauben da oben raus? Entschuldigung. So, auf ein neues. Du steckst den Brieföffner in die Kreuzschlitze der Schrauben und... Und? Ja. Jetzt schauen wir. Laut Albert mussten sie ihn nach deinem letzten Besuch reparieren. Anscheinend hat ihn jemand absichtlich kaputt gemacht. Okay. Wenn du die Hand da reinsteckst, kannst du deinem Y auf Wiedersehen sagen? Ja, dann rein damit. Ein Handtuch. Vorsichtig platzierst du das Handtuch so, dass es den Ventilator blockiert und schraubst die Abdeckung wieder an. Muss ich jetzt hier so das Wasser da aufdrehen? Ich sehe nichts.
Alchemie. Alchemie. Jetzt erinnerst du dich daran. Du selbst hast dieses Wort mit einem Gemisch aus Creme und Öl dorthin geschrieben, damit man es weder sieht noch leicht abwaschen kann. Das würde jetzt, also ich würde jetzt mal vermuten, die Putze putzt nicht richtig. Können wir das Ding wieder rausbauen? Nein. Alchemie, okay. Eine Willkommenskarte. Eine Willkommenskarte. Können wir den Stift Notizen. Ein wunderbares Hilfsmittel für jemanden mit Gedächtnisverlust. Das Problem ist, dass du dich bisher an nichts erinnert hast, was es wert wäre, es zu notieren. Doch. Dir fällt nichts ein, was aufschreibenswert wäre. Alchemie? Ein Notizbuch. Rosmarinöl. Eine Handcreme. Seife. Gut, dann rufen wir mal noch mal bei der Rezeption an. Benutzen Rezeption. Passwort. Ich weiß, dass du einen Umschlag für mich hast. Aber natürlich, Monsieur Yesterday. Gemäß Ihren Anweisungen müssen Sie mir jedoch erst zwei Wörter nennen. Alchemie? Gut, das ist eins der beiden Wörter. Und das andere? Boah, Nein, das ist keines der beiden Wörter. Du sagst dir, dass es ziemlich bescheuert wäre, weiterhin auf gut Glück Passwörter auszuprobieren. Auch wenn du dich selbst nicht allzu gut kennst, setzt du darauf, dass du das Passwort irgendwo in der Suite versteckt hast. Nein, das ist keines der beiden Wörter. Ich sehe schon, Sie erinnern sich nicht. So ein Pech. Ja gut, dann würde ich jetzt mal hier abbrechen und nochmal meine Mutter anrufen. Was können wir denn da erinnern? Es ist seltsam, Mutter. Du hältst inne. Sie ist deine Mutter. Was bringt es, Sie zu beunruhigen? Ich hatte keinerlei Erinnerungsschübe mehr, seit ich Mr. White kennengelernt habe. Selbstmord. Mutter, ich glaube, ich habe gar nicht versucht, mich umzubringen. Was sagst du da, mein Sohn? Du überdenkst es nochmal. Du kannst deiner Mutter nicht erzählen, dass man versucht hat, dich zu töten. Vielleicht war es ein Versehen, wenn mir nun ein Thermometer kaputt ging, das Quecksilber in einem Glas landete und ich versehentlich daraus getrunken habe. Ach, John. Es ist nicht nötig, dass du mich beruhigst. Ich weiß, dass diesmal alles gut geht. Ich glaube an dich. Du bist klug und stark. Mhm. Bei meinem letzten Aufenthalt habe ich etwas in Verwahrung gegeben und ich weiß das Passwort nicht mehr. Irgendeine Idee? Ich weiß nicht, mein Sohn. Frank, wegen deines Vaters? Elaine, wegen mir? Suzanne, wegen deiner Freundin von damals? Oder vielleicht etwas im Zusammenhang mit dem Satanismus? Keine Ahnung. Gut, dann rufen wir mal wieder Henry an. Ich erinnere mich an gewisse Dinge, Henry. Glückwunsch! Ich wusste, dass es dir helfen würde. Ich wusste es einfach. Bei meinem letzten Aufenthalt hier habe ich etwas versteckt. Interessant. Was mag das sein? Sag Bescheid, wenn du es gefunden hast. Und denk daran, dass jede Information, so unbedeutend sie auch erscheinen mag, uns helfen kann, Leben zu retten. Ich wollte nicht Selbstmord begehen, Henry. Jemand hat mir Quecksilber eingeflößt. Was sagst du da? Ich schicke dir einen Leibwächter. Ich rufe Laurie an. Sie hat sicher jemanden in Paris. Und du setzt keinen Fuß vor das Hotel. Jemand hat es auf dich abgesehen. Ja, und ich glaube, dass du das bist. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nochmal rumforsten. Können wir zufälligerweise den... Du hast den Brieföffner zwar geschärft, aber um damit den Safe zu öffnen, müsste er exakt die Form des Originalschlüssels haben. Okay, dann können wir jetzt den Koffer aufmachen. Der Koffer ist voll mit Klamotten und Büchern. Dann mach mal Luft. Du könntest die Bücher über satanische Sekten noch einmal durchgehen.
Aber mittlerweile kennst du sie bereits auswendig. Zweifellos befindet sich darin die Antwort auf viele Fragen. Es wird nicht einfach werden, das aufzubekommen. Ich habe jetzt hier so die Vermutung. Oh Mann, 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 Mann. Was haben wir denn hier? Ist da noch was? Das verlorene Paradies mit Illustrationen von Doré. Ein Meisterwerk. Du blätterst im Buch und fühlst dich bestätigt. Es ist ein echtes Meisterwerk. Mhm. Ist schön, dass ich mir nicht die Bilder angucken darf. Jetzt, warte mal, jetzt probieren wir nochmal hier so anrufen. Rezeption, Passwort. Nein. Das ist keines der beiden Wörter. Fleisch? Tut mir leid, aber dieses Wort ist leider nicht Teil des Passworts. Henry. Schade. So wird das nichts. Doré. Tut mir leid, aber dieses Wort ist leider nicht Teil des Passworts. Susan. Tut mir leid, aber dieses Wort ist leider nicht Teil des Passworts. Yesterday. Nein. Das ist keines der beiden Wörter. Elaine? Ich sehe schon, sie erinnern sich nicht. So ein Pech. White? Nein, das ist keines der beiden Wörter. Eieieiei. Rosmarinöl. Eine Handcreme. Seife. Ein Füller. Ein Notizbuch. Das Parfum widert dich ein wenig an. Du lässt es dort. Ist hier noch irgendwas? Der Kaltwasserhahn. Nachdem du die europäischen Stauseen noch ein bisschen mehr geleert hast, drehst du den Hahn zu. Das muss doch auch irgendeinen Sinn haben. Das machst du lieber nicht nass. Das machst du lieb. Okay. Du weißt nicht, was es dir nützen sollte, Schaum zu produzieren. Du weißt nicht, was es... Ja, ist ja gut. Benutze... Notizen. Ein wunderbares Hilfsmittel für jemanden mit... Das Problem ist, dass du dich bis... Dir fällt nichts ein, was... Brieföffner mit... Die Karte hat keinen Umschlag. Okay. Geht auch nicht. Können wir hier irgendwas aufbauen? Du hast keine Lust, das mit Parfum. Können wir vielleicht die Seife. Ja. Schauen wir mal hier lang. Das Klackern raubt dir den letzten Nerv. Diese Stille. Du tippst eine der Kugeln an und... Perpetuum mobile. Die ewige Bewegung. Okay. Ist hier noch irgendwo was? Ich würde ja gerne mal so unterm Bett nachgucken oder so. Können wir hier irgendwo raus?
Wie viele seiner speziellen Freundinnen hat der Rezeptionist schon hierher gebracht? Ich möchte es ja nicht wissen. Im Augenblick möchtest du kein Bad nehmen. Können wir da irgendwas reinschmeißen? Ein Schaumbad? Ein andermal. Können wir die Seife da irgendwie drauf? Nee. Rosmarin. Auch nicht. Den Füller vielleicht reinschmeißen. Auch nicht.